Servus Leute, hier ist der Razehead und willkommen zurück zu GTA Schrottrennen. Ja, wir sind jetzt gerade nur zu dritt, und zwar Sven, mein Bruder und ich. Und wir fahren an dieses Rennen. Dann starte ich das auch gleich. Ja, Andi hat keine Zeit. Thomas hat gerade keine Zeit. Und Michi chillt AFK und denkt sich, er muss nichts machen. Und wir nehmen übrigens den Massacro. Habe ich nicht. Ja, dann nimm die Corvette. Ah ne, ist Standard-Massacro. Massacro. Ja, der sollte auch funktionieren. Habe ich jetzt einfach genommen. Ich habe einen getunten. Decap meinst du damit? Die habt ihr beide. Ja, weil die gut aussieht. Und weil ich die aufgeglitscht habe für einen Pferdeschwanz. Geht normalerweise nicht. Hat er auch. Hast du es auch gemacht, Sven? Oder hast nicht du mit, nicht mit Pferdeschwanz, sondern mit den komischen... Ja, mit denen geht es. Mit denen geht's. Also jetzt hast du es mal. Rechts, das rechts. Weiß ich, wo es hingeht. Tobi, du musst nicht sagen, wo es hingeht. Wir wollen schon selber ein bisschen noch fahren. Hey, ich hatte jetzt doch meine ausgewählt. Ha. Ja, scheiße. Ich bin der Einzige, der jetzt weit drüber fliegt und explodiert. Oh, wahrscheinlich Mann, bist du so der es nicht schafft. Du bist echt der es am Ende nicht schafft, Tobi. Das glaube ich dir so. Wow. So also was. Ich bin der Spezialist. Naja. Nicht schaffen. Ja, aber Tobi hat das Rennen schon mal bis zum siebten Checkpoint gefahren. Och, Sven. Ja, da kommt so viel, da kommt ja, so viel. Ja, fahr halt zu. Das musst du aber gerade sagen. Sven, jetzt sitze ich hier hinten fest. Oh, what the fuck. Da ist irgendwo eine Steilkurve. Dein... ach, da ist noch ein Checkpoint, lol. Tobi, ey. Jetzt werde ich hier zum zweiten Mal fast runtergefahren. Es ist nicht schwer, hier drauf zu kommen. Naja. Ja, wenn du da im Weg stehst, ist es schwer. Ich hätte es geschafft gehabt. Oder ich hab's geschafft. Wo fahrt ihr hin? Ja, ich muss den Checkpoint da erwischen. Oh mein, das ist nicht sein fucking Ernst. Wie soll das denn funktionieren? Ja, da musst du möglichst schnell drüber fahren. Und du hörst auf, so behindert klug zu scheißen. Junge, du willst... Oh Gott. Jetzt habe ich mich hier hinter diesem komischen Zeichen eingesperrt. Ich explodier bei sowas. Dein Ernst? Ich bin verdammt nochmal nur vorne links auf dem Rad gelandet. Ich habe mich hier hinten eingesperrt. What the fuck? Nee. Ich fall schon wieder in diese Lücke. Ey, jetzt raste ich dann gleich aus, weil ich immer in die gleiche Lücke reinfall. Komm schon. Jetzt bin ich hinten eingesperrt, muss ich mich neu spawnen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin fein noch nicht einmal zur Steilkurve gekommen. Scheiße, ich hab das. Ich bin jetzt weiter. Nein! Ich bin runtergefallen wieder. Und ich wurde zusammen. Schaff's nicht, auf diesen blöden Container vor der Steilkurve zu kommen. Diesen hier jetzt endlich. Wer ist das? Den hab ich. Ah, danke! Sorry? Danke. Ja, ich will nur Anlauf holen, was macht ihr denn? Nicht aufpassen, ob da jemand steht. Und jetzt falle ich selber noch runter. Mann, geh doch weg. Alter. Das war ja super. Ah, da steht niemand drum. Ich komm nicht mal ansatzweise zur Steilkurve hoch. Ich war schon längst okay, rüber und hab hinten eingesperrt. Ich weiß nicht mehr Absicht von Andi. Ich explodiere bei jedem blöden Aufschlag. Junge, ich lande noch nicht mal stark. Da habe ich schon heftig... Panzerung. Ja, ich bin oben. Ich habe 100% Panzerung. Ich explodiere bei jedem Aufschlag. Ich habe keine 100% Panzerung und explodiere nicht. Ja, fahr doch zu, Junge. Ja, ich will Anlauf holen. Ich bin übrigens da, Jungs. Danke, ja, dass du jetzt auch rechtzeitig mal da bist. Wir fahren schon das erste Rennen, Michi. Nein, ich häng fest. Kann irgendjemand hinten drauf fahren? Nein, fahren wir nicht. Ich bleib da jetzt einfach stehen. Michi, hast du überhaupt ein Rennen? Ich bleib jetzt da einfach stehen und hoffe, dass mir irgendjemand drauf fährt. Ich häng hier mittendrin fest. Oh Gott, ihr seid solche Genies. Wegen sowas falle ich schon wieder runter. Ich häng hier fest. Siehst du mich? Oh, ah ja, du bist gerade runter. Nein. Michi, sehr froh, dass du hier nicht bei sein musst.
Junge, ich fall schon wieder in die Lücke. Ey, ich pack's nicht. Wieso falle ich dauernd in den Scheiß? Ich komm noch nicht mal so weit, dass ich auf der Steilkurve bin. Ich war droben, aber so gestanden, dass ich rückwärts fahren musste an dauernd. Ach shit. So, und jetzt warte, Sven. Ich fahr jetzt einfach immer. Ich war ja schon drüben, das ist das Lustige. Wie zum Teufel schafft man es überhaupt erst auf diese Steilkurve zu kommen? Ich komm noch nicht mal auf die. Die ist richtig schlecht gebaut. Ja, wir glücken sonst von größer als einem Rad. Wie soll es sein? Jetzt bin ich hätte die Steilkurve besser machen können. Ach, die ist richtig scheiße. Ja, aber die ist scheiße, die Steilkurve. Du fährst mir hinten rein. Und ich fahr dich da runter, ist selber schuld. Eh gebremst, Dani. Ich krieg gleich so einen Krampf. Die ist grauenhaft. Ich hab 2000 Dollar für gute Führung bekommen. Na gut, jetzt kommentierst du mit. Alter, kannst du mal fahren? Michi, hast du ein Rennen? Ja, aber ist nicht so geil. Sollen wir es aufnehmen oder nicht? Kann ich mal aufnehmen, aber bloß hochleitsch ist halt deine Entscheidung. Ja, okay. Ey, da muss man auf der Rampe oben noch eine Kurve nach rechts fahren, das ist voll nervig. Ach shit, ich hänge da auch so fest. Dann nehmen wir das als letztes auf. Weil wenn's nicht zu scheiße ist, also das Dani, ist, ich kann jetzt nicht fürs Hochladen jawohl, ist. Jawohl, das wäre so schön gewesen, der Lübe. Tobi, jetzt chill mal. Wenn's nicht fürs Hochladen ist, dann nehmen wir halt noch ein zweites von Andi auf. Andi hat genügend. Wie zum Teufel kommt ihr auf die scheiß Steilkurbel? Ich fall dauernd in die erste Lücke. Ah shit, ich bin einfach gegen das Gebäude. Sven, wie zum Teufel hast du es jemals auf die Steilkurve geschafft? Warte mal auf mich. Das ist nicht so schwer, da hochzukommen. Einfach durchfahren. Ich fahr immer mit Einzug durch. Ich fall schon wieder in diese Lücke! Wie zum Teufel schafft ihr das? Ah, jetzt bin ich diesmal perfekt durchgefallen. Sag mir mal, wie zum Teufel schafft ihr das nicht, durch diese Scheißlücke zu fallen? Ja, richtig landen, das ist alles. Richtig landen? Weißt du, wie viele verschiedene Möglichkeiten ich schon getestet habe? Ich lande mit den Hinterreifen auf der ersten Rampe, mit dem Vorderreifen auf der zweiten. Ja, ungefähr. Tobi, du bist richtig behindert. Hat dir das schon mal wer gesagt? Du kannst nicht fahren. Ich denke, du fährst so wie ich, immer einmal geradeaus durch, einfach mit einem Schwung. Ja, wenn du mit einem Schwung durchfährst, fliegst du links neben den Container runter. Hab ich nie. Ich hab dich noch nicht mal berührt gehabt und du bist gerade runtergefallen. Schau, ich schaff's nicht, okay. Weil du zu behindert bist. Weil ich gegen das eine Gebäude gesprungen bin. Was ist denn das? Du fährst zu wenig rechts. Du musst weiter rechts fahren. Das war jetzt auch mein Fehler. Ich sollte nicht was sagen, dass ich selber nicht einhalten kann. Schlechteres Rennen habe ich fast noch nie gesehen. Die zweite und dritte Schanze, okay, aber die erste steht einen halben Meter zu weit weg. Warum? Ich hab's auch geschafft. Ja, wart mal auf uns. Ey, nee, ich brech's Rennen gleich ab. Ich hab gar keine Lust mehr bei sowas. Was ist denn das? Das ist noch schlechter. Ist doch nicht mehr so schwer. Nein, es ist behindert bis zum geht nicht mehr. Ich falle immer in die gleiche Lücke. Ist noch schlechter gebaut als dein Rennen vom letzten Mal, Sven. Ah, ich fall runter! Oh Gott, Junge. Bitte lass den Teil hoch. Ich nehme ihn auf, um nicht hochzuladen. Bist du eigentlich doof? Sorry, aber jetzt raste ich dann komplett aus. Bist du eigentlich doof? Ich nehme natürlich... Ich glaube, ich habe es jetzt echt noch geschafft. Ganze Zeit am Auslasten. Jetzt schaffe ich es. Und Tobi nicht. War schon drüben, aber dann jetzt war mal, ich so gestanden, dass ich da auf Ernst? Ich nehme natürlich einen Teil auf, um ihn nicht hochzuladen. Danke, Tobi. Danke! Alter, ich hasse das Gebäude da recht, ich verständig gegen das Gebäude. Hey, es ist ja nicht so, als hätte ich bis jetzt jeden Teil hochgeladen, was ich aufgenommen habe, jedes Rennen. Aber ist egal, ich nehme YouTube-Videos auf, um sie nicht hochzuladen. Wo bist du eigentlich, Sven? Bist du genauso weit wie ich gerade? Ich hab gewartet, ja. Ach so, ich hab gedacht, du bist schon ja, weiter. Ihr könnt weiterfahren auf das Rennen, hab ich auch. Oh mein Gott. Ich werde es weiterhin versuchen, aber bitte, sehr optimistisch bin ich nicht, sagen wir es so. Oh, ich bin vorbeigekommen. Ja, ich nicht. Ich hänge hier so zwischendrin. Ich kann hier nicht mal mehr raus. Sven, ich kann es nicht hochjagen, aber ich komme auch nicht vorbei. Warte mal. Okay, ich kann es doch hochjagen. Und ich komme vorbei, oder nicht? Alter, ich hasse das eine Gebäude. Da bin ich jetzt schon 4 oder 5 Mal erwähnt. Ja, Andi, du Sackgesicht! Sven, komm zurück, block den Spawn hier, ich kann nicht weiterfahren. Ich kann nicht mehr zurück.
Dann fahr noch mal von hinten rein, du kannst dann noch mal von der anderen Seite reinfahren. Stimmt, ja. Weißt du? Ach Gott. Nimm mal den nächsten Checkpoint, dass du nicht hier spawnen musst. Ey. Wo ist der nächste Checkpoint, bitte? Warte. Der ist direkt vor dir auf der Straße, den solltest du schon haben. Nee, der ist hier oben. Ach so, doch, den. Der direkt vor der Schanze ist er. Ja, ja. Ja, weißt du? Sowas muss man doch im Testfahren checken. Ich habe jeden einzelnen Kontrollpunkt in meinem Rennen getestet, ob er geht. Jeden einzelnen. Und was macht Andi? Sowas. Alter, das ist peinlich. Dieses Rennen hier ist ein Krampf. Das ist sowas von unausgereift. Ich habe selten sowas Schlechtes gesehen, außer letztes Mal von dir, Sven. Das beste war nicht, Rennen ever. Das war von dir aber nicht mal so schlecht. Das war einfach nur diese eine Stelle, die wo absolut undurchdacht war. Ich habe sie ja geschafft. Ich habe sie sogar geschafft. Das war ja. Ich habe es geschafft. Ja, dann viel Spaß. Jetzt hängt dir auch fest. Du kannst dich wenigstens neu spawnen. Und ja, toll. Du musst immer wieder außen rumfahren. Ich kann das Rennen so nicht beenden. Ah, Andi sollte mal seine Spawns ein bisschen durchschauen, bevor er überhaupt das Rennen anbietet. Weil das ist nicht witzig. Das ist ernsthaft nicht witzig. Wie kann man da einen Checkpoint überhaupt setzen? Guck dir das mal an. Wieso setzt der den hier? Mittendrin. Das ist ja vollkommen unnötig. Ich häng fest. Alter. Das ist echt unnötig. Fahr mir mal hinten rein, Tobi, dass ein bisschen runterfahren. Du, der fährt durch mich durch. Ja, du blinkst da noch die ganze Zeit. Ja, blinkst du. Bei mir nicht. Ja, du, ja, das ist klar. Kann ach, ich hab's. Ich hab hier hinten geschafft. Warte. Ich komm gleich. Stell dich mal dahin und block den Spawn. Spawn jetzt nochmal. Ja, kann ich machen. Spawn nochmal. Ich fahr auch mal hinten dann. So, ich. Ja, fahrt's mal da irgendwie. Ich fall runter. Der ging da halt. Ja, wo bist du? Ich bin in dir, mehr oder weniger irgendwie. Jetzt, komm. Schaffst du's? Ich bin mir nicht sicher. Ich wackel blöd rum, aber ich schaff's nicht. Das wird doch gut. Dann fahr ich ein bisschen weiter vor. Bisschen noch. Jetzt häng ich fest, aber das Gute ist, ich spawn ja vorne, also. Bei mir dürfte ja keine Gefahr sein. Dann versuch's jetzt nochmal. Ja, jetzt wohne ich noch behindert. Lol. Wart mal. Es kommt gleich fliegt ein Controller durch den Raum. Jetzt hast du doch. Ich hänge in der Luft. Ich hänge in der Luft fest. Dani kann das. Jetzt hast du es doch, oder? Jetzt muss ich nur noch drüber kommen. Ja, das schaffst du. Okay, dann spawn ich mal wieder vorne. Oh, jetzt hänge ich auf den Controller, Container fest. Nicht dein Ernst? Ja, es ist lächerlich. Jetzt hänge ich hier auch noch fest. Nein, aber doch warte, nicht. Ich bin durch, ich bin durch. Spawnt euch neu. Ich spawn hier schon, da. Ich stehe hier schon. Sven schafft schon. Ich bin durch. Da muss man hängen bleiben. Aber scheiß drauf, ich hab den Checkpoint. Wetten, Andi hat den Spawn nicht getestet. Natürlich nicht. Boah, Gott sei Dank ist der wenigstens normal. Hey, wo muss ich denn da hin? Wieder das runter, einfach wieder runter. Achso, ich hab den. Ja, ich hab den. Danke, 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 danke. Das musste sein. Alter, das ist nicht normal, wie undurchdacht das ist. Wie viel ist. Haben wir denn? Ah, wir haben schon 16 von 22. 18. Michi, bist du eigentlich noch da? Ja. Gut. Du sagst gar nichts mehr. Ich fahre auch nicht mit. Oh, ich bin oben gespawnt. Pass auf, da kann man so einfach gegen den Tank fliegen. Gut, dass du Sven noch verrätst. Danke dafür. Sorry. Man mag das. Upsala. Alter Junge, du hast mich hier rüber gesprengt aufs nächste Hausdach. Wow, was war das? Tobi, danke, du hast mich auf die richtige Seite gehauen. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich mach das rückwärts, wie gehe ich auf die andere Seite. Ja, Leute, wie ich da reingefallen bin. Ich hab den ganzen Scheiß ausgelassen. Ich bin blöd reingeflogen. Wo muss man da hin? Direkt? Keine Ahnung, einen richtigen Scheiß muss man. Ah, Scheiße, Scheiße. Recht, das ist wirklich ein richtiger Schuss. Aber ich hab's. Es geschafft, mich festzuhalten. Festzufahren. Alter, also, wie oft schaffst du das noch, Dani? Ja, mich kotzt das Rennen ultra an. Jetzt, weil du. Ich warte auf ihn. Ja, aber block am besten die Schanze. Ist nicht dein Ernst. Doch, das ist. Junge, ah, wenn. Er ist da. Ah, er ist halt geschummelt. Wieso, ja. Was hat.
Was hast du beschissen, Sven? Ich hab irgendeinen Checkpoint vergessen. Echt jetzt? Dann kann man ja. Muss man ja gar nicht auf den Container landen, oder? Muss man gar nicht. Ich hab den Container ausgelassen. Es war klar, dass du da um die Kurve musst, Tobi. Hä, wo muss ich denn da hin überhaupt? Muss nur hier hinter auf so einen hässlichen Parkplatz. Alter, ich fahr hier die Müllcontainer. Oh. Ja, weißt du, das Rennen hier ist wieder grauenhaft. Ja, fahr die am besten da rein. Ja, die hab ich da schon hingefahren. Ja, hab ich auch gerade gesagt. Jetzt mal ernst. Das Rennen ist so scheiße gebaut. Die Schanze ist einfach mal 20 cm zu tief. Dann baut man da doch noch eine mehr hin. Nein, macht er nicht. Ja, vielleicht waren die nicht schon in die Teile ausgegangen. Ja, aber dafür so 100 Millionen Schanzen in diese eine Ecke. Oh, gut, hab's auch. Und nein, bitte nicht. Oh, scheiße. Nein. Ich denke die ganze Zeit, ich explodiere. Das ist ein Labyrinth, aber die Wände kann man irgendwie auslassen. Dani, ich häng fest. Nein, doch nicht, Bruder. Ich sehe dich halt hängen bei mir mitten oben im Bildschirm. Ich bewege gerade. Ah, jetzt. Alter. Ich bin da. Ich bin hier einfach durchgefahren, Dani. Soll ich jetzt ziehen? Ich kann schon auf Sven warten, wenn du sozial bist. Ja. Ja, dann warte ich, bis Sven im Labyrinth ist. Mhm. Michi? Sven? Diesen. Nur doch, du bist in Skype. Natürlich geil. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Rennen. Dann sind wir gleich mit dem nächsten Rennen. Ah, er fährt jetzt Ziel. Okay, ja, Sven ist. Hat das Rennen als zweiter. Ich dachte, du bist noch nicht im Ziel. Also, bis gleich im nächsten Rennen. Wir spielen jetzt Fahrschul-Simulator. Fahrschul? Fahrstuhl, bist du eigentlich doof? Nein, Fahrstuhl-Simulator. Oh mein Gott. So, wir sind jetzt mit Svens Rennen zurück. Und das heißt laut Tobi Fahrstuhl-Simulator und du darfst starten. Dusche Gold, let it rain. Mit Dusche. 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 Tailgater. Nur ein Tailgater. Tailgater. Ach, Tailgater. Den eigenen gar nicht benutzen. Wieso das denn? Ich weiß, dass das nicht geht. Dani, mir hat die Haare immer noch weggeglitscht. Bitte mach dich wieder da. Staubsauger aus. Ja, komm da. Staubsauger-Simulator. Bist auch mal wieder da. Yo. Alter, also bist du laut, Mann, bei mir, das ist heftig. Jetzt geht's. Wer hat auch noch einen pinken von denen? Ich. Tobi, wieso klaust du immer die Farben? Eigentlich ist Thomas immer pink, Sven immer orange. Wo fahrt ihr denn hin, Alter? Ich immer gelb. Mich interessieren die Farben doch einen Scheiß. Nein, die haben was Besonderes, darum muss ich dich drehen. Ich hab mal erwischt, also. Die Farben sind was Besonderes, jeder hat seine Standardfarbe. Ja, was für meine, grün oder was? Er sucht dir halt eine aus, die noch nicht besetzt ist. So eigentlich schon bosshaft, wenn man rückwärts fährt, oder? Ich sag dir, ich nehm schon ein richtig schönes Kackbraun. Kannst du auch machen. Wenn du drauf stehst, auf so Kacke. Wo fahrt ihr denn hin, Alter? Hä? Was macht ihr denn? Ich hab... Oh Gott. Ich hab... Wohin hätten wir gemusst? Ja, hier die Straße entlang vielleicht. Achso! Ich fahre hier oben! Gott. Was glaubst du, wieso da ungefähr 10 Betonklötze dran stehen? Ich bin schon so weit oben angekommen, dass ich sie geblickt habe. Wir müssen echt dich vorfahren lassen. Also da geht's eigentlich auch nicht lang, aber was okay. Was zum Teufel macht hier? Wenigstens kann man hier nicht falsch fahren. Racerhead und Yellow Devil haben das Spiel verlassen. Ich nicht. Aber mir auch. Bei mir nicht. Nein. Ja, wird wohl. Jetzt stürzt mein Internet ab. Ja, nein, ihr habt das Internet, ihr habt das Spiel verlassen. Ja, bei mir auch. Dann fahre ich solo fertig. Wenn ich nicht ganz rausfliege. Oder wir fahren es nochmal.
Na, scheiß doch drauf. Solo geht doch, oder? Ja. Oder sollen wir es nochmal fahren? Mir ist das egal, dann könnt ihr auch die richtigen Sachen richtig lang fahren. Und nicht irgendwo. Du musst mir aber nicht sagen, dass man hier durchkommt. Durch dieses Blaue hier vorne. Das geht. Ich mach's vor. Also, fahre ich ja richtig. Jetzt habe ich mich selber eingesperrt. Sven. Ja. Es war nicht rückwärts gedacht, dieses Blaue, oder? Doch, am Ende schon, glaube ich. Blaue? Bist du noch nicht so weit? Oh Gott, Alter, ey. Jetzt krieg ich gleich einen Krampf, diese Wände. Das ist das Schwierigste von der ganzen, vom ganzen Rennen. Und am nervigsten. Die Züge oder was? Wo zum Teufel bist du? Bist du eigentlich schlecht? Wo bist denn du? Wer? Tobi. Ach, die Wände. Die blauen Wände da. Die blauen Wände da. Da, wo du nicht durchkommst. Man kommt durch. Natürlich kommt man durch. Ich fahre einfach mit Vollgas gegen den Gaskessel und der explodiert nicht. Alter Mann, unser Internet ist so am Abkacken. Ist halt bitter, wenn man bei der Telekom ist. Also Leute, kurze Empfehlung für alle meine Abonnenten. Kauft euch nichts von der Telekom, die ist scheiße. Die will nur Geld. Ja, mein Dad arbeitet bei ihr, das ist mir scheißegal. Das ist mir sowas von scheißegal. Sind wir schon durch die blauen Wände? Nee, noch nicht. Ich bin jetzt aber fast durch. Ach nee, jetzt mal zurück. Ich bin schon durch. Muss man da zweimal durch? Nein, einmal durch. Achso, ich bin erst bei den nächsten blauen Wänden jetzt. Ja, da ist dieser Container, dieser Gastank, der nicht explodiert. Den habe ich und schon. Und dann? Dann jetzt. Ist gerade außen, dann rechts. Diese Treppe runter? Ja, die fahre ich gerade runter. Jo, die ist ja gar kein Problem. Da ist ein Container. Und dann kommen doch diese drei Container hier. Container. Die Rampen da. Gott, hab gehofft, dass ich da rechts an dieser Rampe vorbeikomme. Nein, jetzt habe ich mich fast festgefahren. Ich habe mich bei den einen Müllcontainern festgefahren. Ich hatte mich auch festgefahren. Cool, ich bin der Erste. Ich hätte da gar nicht rausgemusst. Ihr müsst doch die Check. Oh nein. Ich habe nicht gesehen, dass der Checkpoint innen drin ist. Wo spawnst du? Auf der Tribüne. Kommst du da wieder raus? Nein, ich glaube nicht. Oder doch? Fährst du eigentlich mit Michi noch in einer Lobby? Ja, Michi hat schon das beendet. Seid ihr schon auf der Bühne da gewesen? Nein, ich bin da fahr ich gerade. Da bin ich schon durch und jetzt hänge ich hinter der Tribüne in diesen Kästen fest. Weil ich über die Tribüne, über die, wie heißt es, Sitzplätze. Oh mein Gott, dieser Spawn. Es geht, aber ich bin rausgekommen. Nicht eine Reihe zu weit nach oben gefahren. Ich bin halt nicht mal ins Ziel gekommen. Ich war sicher ins Ziel gekommen. Ja, ich auch. Bin dann auch ein paar an lang, ist es ja nicht mehr, oder? Nee. Kannst du ja schauen, zweimal nach unten, glaube ich. Nein, nur einmal. Ich bin jetzt beim 13. Jo. Hab jetzt die 14. Jetzt den 15. jetzt noch hier durch diesen Gang durch. Ich bin 14. Jetzt fertig. Geil, ich bin beim 14. Hab mich auf dem 14. gespawnt. Da spawnst du auf der Rampe drüben. So, dann würde ich sagen, war's das mit dem Teil. Natürlich jetzt ein bisschen abgebrochen gewesen am Ende, dadurch, dass wir alle einzeln gefahren sind. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wie immer einen Daumen nach oben da lassen, ein Abo da lassen oder das Video zu euren Favoriten hinzufügen. Ghostplayer, schreibt mir schnell eine Nachricht, wieso auch immer. Ja, dann hoffe ich, dass ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Servus Leute.